Herr Scurio, erstmal herzlich willkommen hier im Pfalztheater. Ich freue mich persönlich wahnsinnig auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und sicherlich das Orchester auch. Meine ganzen Kollegen sind voller Spannung. Jetzt nach dem Eröffnungskonzert hatten wir auch die ersten Momente miteinander, die wir sehr schön verbracht haben, finde ich. Dreimal vor, in Anführungsstrichen, ausverkauftem Hause. Das Publikum ist wieder da und jeder freut sich, glaube ich, dass es jetzt richtig losgehen kann mit unserem ersten Pfalztheaterkonzert, mit den zwei Beethoven-Symphonien und dem Divertissement von Ibert. Ja, ich freue mich auch riesig, wieder anzufangen. Meine letzte Vorstellung war schon im Februar. Das ist eine Ewigkeit. Und diese erste Begegnung schon mit dem Orchester, mit diesem Eröffnungskonzert, ist ein kleiner Vorgeschmack, aber das ist öffnet eine riesige Freude, weiter, noch weiter zu arbeiten und besonders mit diesem schönen Programm, was wir uns da ausgesucht haben. Wo Sie gerade das ansprechen, das Programm, natürlich, wir haben das Beethoven-Jahr und gerade nach dieser Pause freut sich jeder jetzt auf ein sehr schönes Programm. Wie sind Sie auf die Auswahl gekommen? Zweite Sinfonie, siebte Sinfonie und den Ibert? Meine Idee war auch noch, diese großartige Komponist noch zu feiern bis Dezember, obwohl ich habe gelesen, in Bonn wird es noch länger gefeiert sozusagen. Finde ich gut. Der hat nicht so richtig Aufmerksamkeit gehabt. Und ich fand es auch gut, sozusagen mit dem Orchester als erste Begegnung mit so einer Säule in der Musikgeschichte und auch im Repertoire. Weil ich finde, es fängt alles mit Beethoven an und es hört alles auf mit Beethoven. Besonders diese zweite und siebte Sinfonien sind auch irgendwie, ich finde, sind die fröhlichsten Sinfonien, was Beethoven, natürlich der achte auch oder sechste auch, aber sind wirklich wirklich strahlen wirklich wahnsinnig viel Positivität und das ist genau, was wir jetzt zurzeit brauchen. Einfach die Leute, die sich freuen, die kommen ins Theater, die hören Musik, die hören fröhliche Musik und die sind glücklich und die gehen sie wirklich glücklich nach Hause. Und das ist genau, was wir brauchen. Sie sagen diese Fröhlichkeit in beiden Sinfonien. In der siebten ist es natürlich dieser Tanz, gerade im ersten Satz, das Tänzerische, was Beethoven komponiert. Und in der zweiten Sinfonie, ich habe sie leider noch nicht selber spielen dürfen, habe mich aber jetzt damit beschäftigt. Gerade der Pauker muss auf verschiedene Akzente setzen in solchen, gerade in den Beethoven-Sinfonien hat er sehr konsequent eingesetzt, das Instrument. Und wo Sie sagen, das Spielerische und jetzt kommen wir aus praktisch aus der pandemiebedingten Pausenzeit zurück. Es hatte mit einer Krankheit zu tun und ich habe mal ein bisschen nachgelesen. Die zweite Symphonie ist Anfang des 19. Jahrhunderts entstanden. Ich glaube, 1803 war die Uraufführung und Beethoven hat zu der Zeit stark daran gelitten, dass also praktisch die Gehörlosigkeit ging Ja. los. Also er hat das am Anfang so ein bisschen verschwiegen, hat immer gesagt, ich habe nicht gerade ganz zugehört in Gesprächen und sowas. Und da finde ich es eigentlich sehr interessant, dass wir jetzt gerade dieses Stück spielen. Das ist genau in dieser Zeit entsteht eine von der wichtigsten Dokumente, was Beethoven uns hinterlassen hat, ist diese Heiligenstadt Testament, wo eigentlich er total in voller Depression war und wo fast an Selbstmord gedacht hat. Und das ist, ich fand's, genau das habe ich das auch gewählt. Ich finde diese Paradox zwischen total drin zerstört zu sein und verzweifeln ans Leben und an alles, dass trotzdem sowas zu scheinen, sowas Fröhliches zu scheinen, auch mit starker Akzent, wie Sie sagen, starker Akzent, aber trotzdem was ich zum Beispiel als Hymne ans Leben, auch die beiden Sinfonien, das nennen, das ist genau das finde ich interessant an die ganze Sachen. Ja, und zurück auf diese, ich finde noch sehr interessant, diese zurück auf diese Thematik mit taub zu werden. Und trotzdem das zu schreiben, es ist auch sehr, wurden wir in der letzten Zeit fast gezwungen, bezwungen oder gezwungen, gezwungen, Gezwungen. gezwungen,
taub zu sein, besonders mit Live-Musik. Ja? Man dürfte nicht in Konzertsäle gehen und so weiter. Das ist auch so eine Ähnlichkeit, was ich auch so ein bisschen so im Hintergrund das geben wollte, ja, mit dieser Intergeschichte. Das, ja. Sie haben gesagt, Sie bereiten sich vor mit einer Sinfonie. Das habe ich immer mich gefragt, wie eigentlich ein Pauker. Es ist wie fast wie ein Dirigent, oder? Es nimmt eine Partitur. Wie geht man da darum? Genau, wir sind ja nun wahrlich kein Melodieinstrument, sondern wir sind ein Effektinstrument. Das heißt, meistens in Spannungsmomenten. Und gerade bei Beethoven ist es so, er hatte sehr strikt eingesetzt, die Pauke, egal mit welcher anderen Instrumentengruppe, sei es jetzt mit Streichern, mit den Holzbläsern oder mit den Blechbläsern. Meistens, also bis auf wenige Fälle, sind es ja nur die Trompeten und Hörner. Und ich setze mich dann tatsächlich mit der Partitur hin und versuche die Struktur herauszufinden, wo er wirklich die Pauke als Effektinstrument haben wollte. Dass man selber als Pauker, man nennt das ja auch Solo-Pauker, also es ist eine solistische Position im Orchester und dann in Zusammenarbeit mit den anderen Solisten und Dirigenten versucht man dann von sich selber natürlich etwas zu geben. Dafür muss man das Stück ganz gut kennen und dass man selber seine Höhepunkte musikalisch setzt in so einem Werk. Sie haben gesagt, was mögen Sie am liebsten? Die zweite oder die siebte Sinfonie? Die siebte, haben Sie gesagt. Die siebte Sinfonie durfte ich jetzt schon sehr oft spielen. Und tatsächlich ist mir auch, wie Sie gesagt haben, also der zweite Satz in der siebten Sinfonie ist einfach ein Publikumsschlager. Und ich glaube, er musste auch während der Uraufführung wiederholt werden, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Er musste wiederholt werden, weil es ist wirklich so dieser Trauermarsch, der da gespielt wird. Ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Das ist wirklich einmalig in der Musikgeschichte. Ist einfach toll komponiert, auch wie man einen kompositorischen Prozess, was da angeht. Es wird einfach für die erste, vielleicht, weiß nicht wie viele Minuten, aber einfach so ein Thema wiederholt und man spielt mit Holzbläser, die danach dazukommen. Erstmal kommen, die sind die tiefen Streicher, dann baut es sich ab und dann wird es wieder ein bisschen leiser. Es ist nichts anderes als was Ravel in der Bolero gemacht hat. Ja. Er hat nur ein Thema benutzt und er hat sich immer weiter expandiert und so macht auch Beethoven. Das ist schon Wahnsinn, dass mit dieser einfachen Mitte so einfach mitreißend sein kann fürs Publikum. Es gibt natürlich, man wird auch als Dirigent, man soll sich auch viel mit dieser Tradition sich konfrontieren, weil die Leute mögen auch sehr langsam. Also diese Tom, wie Sie sagen, diese Trauermarsch. Mittlerweile, es gibt jetzt ein bisschen andere Richtlinie, wo es ist ein Trauer, aber es ist auch ein Marsch, es ist was gehend. Ja. Und das finde ich sehr ein ganz wichtiger Schlüssel, um besonders die Beethoven Siebte zu verstehen, weil das hat viel mit militärische Musik, damals hat Beethoven in der Zeit viele, viele Transkriptionen für militärische Musik geschrieben und steckt viel drinnen. Auch diese typische Rhythmen, auch in dem vierten Satz, diese Wahnsinn zu werden, diese Treiben nach vorne und das ist, was es ist. Es ist Wahnsinn, was auch drinnen die Leute macht und auch fürs Publikum und und das ist wirklich eine sehr wichtige Schlüssel, um diese Musik besonders gut zu verstehen. Ja. Wie gehen Sie mit der vierten Satz zum Beispiel um? Was für Gefühle weckt diese Musik? Der vierte Satz ganz speziell muss ich direkt daran denken und an unser letztes Neujahrskonzert. Da haben wir das Thema Beethoven gehabt und da haben wir diesen vierten Satz gespielt. Und das war im Prinzip das letzte Mal, glaube ich, dass unser Orchester Beethoven gespielt hat. Und es hat mit einer unglaublichen Freude das gespielt. Und es ist ja ein im Prinzip ein Sturm, also ein Sturm irgendwohin, ne? Dass die Menschheit sich bewegt und sie geht in die richtige Richtung, was da passiert. Und es ist ja
kein Abreißen, sagen wir mal, von der Intensität in diesem Satz, sondern es geht immer weiter. Ne? Als Pauker auch, oder? Als Pauker auch. Man muss sich unglaublich konzentrieren. Ein Genie. Aber ich glaube, wir können auch uns ein paar Worte vielleicht für Iber uns ein bisschen widmen. Gerne. Alle Fragen haben mich oft gefragt, wieso Iber so und woher kommt das? Also ich habe das Stück tatsächlich schon gemacht und ich finde, steckt einfach alles da drin. Es ist, wie gesagt, es ist sehr ein virtuoses Stück, es ist nicht einfach. Mhm. Besonders mit Abständen, es wird bestimmt auch eine große Herausforderung sein. Aber musikalisch steckt einfach alles drin. Steckt Schostakowitsch drin, stecken Zitaten aus Mendelssohn, Hochzeitsmarsch. Steckt auch ein bisschen Klangfarben von russischen Klangfarben. Wenn ich denke, Feuervogel, Stravinsky bei Cortege, die ein Satz von aus. Und ich finde es einfach ein großartiges Stück. Wurde 1928, ich glaube, geschrieben und es ist einfach eine Zusammenfassung von für ein Stück, für ein Schauspielstück. Das hat auch mit ein bisschen Italien zu tun, dass ich Capello di Paglia, die italienische, wie sagt man auf Deutsch, ein Florentiner Hut, das hat auch ein bisschen so mit Italien zu tun irgendwie. Was denken Sie über das Stück? Was gefällt es Ihnen am besten auch für die alle Sätze? Es sind schon viele Sätze. Und erstmal die Gegenüberstellung zu den zwei Beethoven-Symphonien. Ich habe mich erst gefragt, okay, das muss ich mir jetzt mal anhören. Und finde ich einfach fantastisch, weil der Iber eine unglaubliche spielerische Art in seinem Kompositionsstil hat. Ja, also es ist sowieso sehr filigran, französisch, so wie sicherlich war Ravel auch eines seiner Vorbilder, könnte ich mir vorstellen, und aber auch wie Dukas. Ich habe sofort ein bisschen an den Zauberlehrling gedacht oder auch an Frank Martin. Da gibt es ein Stück für 7 Solobläser, Streicher und Schlagzeug. Das ist so ähnlich aufgebaut, das ist ein sehr schönes Stück, das durfte ich mal in meiner Landesjugendorchesterzeit spielen, deswegen ist es mir gleich in den Sinn gekommen. Und dieses Spielerische, was er gerade, also in dem Finalsatz, ist das so ein bisschen was Verrücktes und Kindisches. Total. Ja? Total. Und dieses Spielerische im zweiten Satz, wo er auch sehr viel zitiert, wie Sie schon sagten, aus dem Sommernachtstraum von Mendelssohn Bartholdy, ist gleichzusetzen mit dieser Spielfreude, die Beethoven hatte, in der zweiten Symphonie, dritter und vierter Satz oder in der siebten Symphonie auch in den letzten beiden Sätzen. Das fasziniert mich. Ja, ich bin ganz gespannt, wie das Publikum darauf reagiert, aber ich bin mir sicher, sie werden mit einem Grinsen in die Pause gehen und auch mit einem Grinsen nach Hause gehen, weil das beflügelt. Und genau das war mein Ziel. Ich freue mich, dass Sie sie so auch sehen. Genau das war mein Ziel, ein bisschen so einfach gute Laune und ein bisschen so Hoffnung und ich meine, nicht nur für das Publikum, ich meine für uns alle, auch dass durch diese Musik, durch die Musik durchkommen in diese schweren Zeiten. Ja. Und das ist, das war genau mein Ziel für dieses Projekt und ich bedanke Ihnen sehr herzlich für dieses tolle Gespräch. Ich bedanke mich. Ja, es war mir eine Ehre. Es hat Spaß gemacht und wir sehen uns bald und wir freuen uns auch, unser Publikum wieder zu sehen, oder? Absolut, absolut. Ja. Danke, Herr Skoyev. Bitte, danke.